So, willkommen zurück und noch einmal von vorne. So blöd es ist, ich hatte ja zwischendurch nicht abgespeichert. Wir werden also einmal gegen die hier kämpfen. So wie wir es ja schon gewohnt waren. Ihr geht nach vorne, auf geht's. Pause. Schuss auf die. Und werden uns dann wahrscheinlich durch das blaue Schlüsselmeisterzelt quälen. Sehr gut. Dann der Eisblitz. Wo ist der? Da. Und tschüss. Tschüssikowski. Jetzt haben sie keine Chance mehr. Waren gar nicht oft genug dran. Aber es ist Wahnsinn, was die für eine Initiative haben. Wir sind ja schon schnell. Kommen teilweise zweimal dran, bevor die überhaupt dran sind. Und trotzdem ist er manchmal schneller als wir. Er muss ja einiges auf Schnelligkeit geskillt haben, was ja auch nicht schlecht ist, weil man dann ja im Prinzip den doppelten Schaden fährt. So, jetzt runter. Erstmal durch die Garnison kämpfen. Du läufst schon mal hinterher, denn wir müssen ja beide dort ankommen. Kannst ihm schon mal die Leute geben. So. Ja, der blaue Spieler, der macht es mir nicht einfach. Ihr habt gesehen, was der für eine Armee auffährt und was da für Wellen anrücken, hätte er uns am Ende nicht in Ruhe gelassen. Wir wären gnadenlos verreckt. Jedes Mal. Das heißt, ich hätte sowieso einen anderen Weg laufen sollen. Und offensichtlich sollen wir die Festung auch nicht erobern. Sondern nur dort unten ankommen. Die müssen weg. Teufel kriegen wir so. Gehst bitte auch auf die da hinten. Lass dir nicht allzu viel Mana klauen. 64 Mana ist nämlich ganz schön viel. Und das war der Rest. Okay. Einmal Mana auffrischen. So, und dann ist da das... Ach so, das ist ja auch mit Absicht so gekennzeichnet gewesen. Das rote Schlüsselmeisterzelt sehen wir gar nicht. Aha. Okay. Ja, das ist natürlich für Blöde extra so gemacht. Ich war dann so blöd und habe mir das rote Schlüsselmeisterzelt geholt. Auch nicht schlecht. Sehr gut. Und vorbei. Tippitoppi. Okay. Succubi sind die Nächsten und dann holen wir uns das da. Du kannst schon mal das ganze Gold sammeln. Und die Rüstung mitnehmen. Ihm später geben. Hol dir mal noch Glück. Und erkunde schon mal die Landschaft. Für ganz Blöde ist es natürlich dann noch aufgeschlüsselt gewesen. Toll. Wir sind natürlich den komplett verkehrten Weg gelaufen. So, ihr beiden. Sorry, aber ihr müsst sterben. Ihr steht mir... Autsch! Im Weg. So nicht. Genau, rums, rums, aus die Maus. Da sind sie wieder flöten gegangen. Rumpelibumpel und weg war der Kumpel. Skelett. Skelette gehen, die sind einfach, die machen nichts. Guck mal, da kann der Drache einmal hinfliegen, einmal pusten und schon sind sie weg. Ja, es wird nicht umsonst so gekennzeichnet gewesen sein. Jetzt dürfen wir da durch. Wir warten aber auf Rylak. Okay. Einmal Quecksilber und vorbeilaufen. Du kannst schon mal vor. Darfst dich hier ins Sanktuarium stellen. Jo.
Dann kommt Rylak wieder an die Reihe und geht oben lang. Guten Tag, Herr Cerberus, Cerberi. Sehr viele von euch. Aber jetzt sind schon mal weniger. Weitaus weniger. Autsch. Nee, du gehst trotzdem auf die da hinten. Die sind nämlich als nächstes dran. Und sollen nicht allzu viel Schaden machen. Eisblitz auf... auf die. Denn die hier kriegen wir so down. Sehr gut. Eigentlich hätten wir uns auch die Mana sparen können. Das wäre jetzt eh so gelaufen. Okay. Schulen der Magie. Ja, magische Einsicht. Gut. Nächste Runde. Da ist Blau wieder unterwegs. Lass ihn ruhig unterwegs sein. Der macht eh nichts. Solange er hinter seiner Garnison bleibt, ist alles gut. Habe ich damit kein Problem. Okay, dann da durch. Annehmen. Was kriegen wir hier? Auge des Magus. Achso, da würden wir bloß etwas sehen. Gehörnter Dämon. Komm doch mal her, mein Kleiner. So, ist schön. Zauber noch. Eisblitz auf den. Du zauberst aber auf ihn, damit der Drache den anderen vernichten kann, ohne angegriffen zu werden. Super. Oder ohne viel Schaden zu erleiden. Traumhaft, so läuft das. Wieder ein paar Erfahrungspunkte. Hier sind wieder Cerberi unterwegs. So, jetzt darfst du hinterherkommen. Darfst auch gleich nochmal die Kiste einsammeln. Denn Gold benötigen wir. Gut, für ihn sind wir jetzt verschwunden. Für ihn sind wir nicht mehr aktuell, sind wir nicht mehr da. Und ich hoffe, dass dieser Weg diesmal der bessere ist. Ansonsten haben wir ein Problem. Ich werde versuchen, jegliche Kämpfe zu vermeiden, die es zu vermeiden gilt, um am Ende genügend Leute für den Endkampf zu besitzen. Das war keine gute Idee von euch. So nah ranzukommen. Nö, ich zauber nicht. Ich hätte so angreifen können, ich weiß. Was soll's. So, geschafft. Ach, klasse. Oh, 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 oh. Was geht denn hier ab? Hier waren wir doch schon mal. Natürlich waren wir hier schon mal. Soll ich hier unten lang? Kann ich gar nicht lang. Da kann ich zwar hin, aber mehr auch nicht. Nee, ist nicht möglich. Okay, es sieht so aus, als hätten wir eine Abkürzung genommen. Von dem ursprünglichen Punkt aus. Das missfällt mir. Das heißt, wir müssen uns im Prinzip hier lang prügeln. Wie doof ist das denn? Okay, gegen die Erzteufel werden wir keine Probleme haben. Das weiß ich ja schon aus der Vergangenheit heraus. Aber kann man hier nicht lang? Sieht so aus, als wenn hier alles zu Ende ist. Ja, und hier nicht. Okay, wir müssen hier lang. Ach du Kacke. Ich dachte, wir hätten noch einen anderen Weg. Aber wenn das so ist, dann dürfen wir eigentlich gar nicht gegen den unten kämpfen, der da vor dem Tor steht. Hallo. Das war verkehrt. Warum bin ich denn mit ihr da reingelaufen? Das wollte ich gar nicht.
Sorry. Dir wollte ich da reinlaufen. Okay, Pause. Einen kriegen wir schon mal vergiftet, das ist gut. Pause. Zaubern brauchen wir nicht. Nö. Dann vernichten wir ihn so. Und tschüssi. Dass Drachen so viel Macht haben, dass sie einen Erzteufel kaputt kriegen, ist der Wahnsinn. Soll ich mal da versuchen durchzugehen? Ich speichere jetzt hier an dieser Stelle mal ab. Wir sind ja so oder so hier. Speichern. LP30, ab rein da. Es muss ja hier noch einen anderen Weg geben. So, du musst ja hinterher. Das haben wir gelernt. Rumpel die Bumpel, weg war der Kumpel. Da läuft er wieder. Ich kann nicht den anderen Weg gehen, der war unmenschlich. Da wird so viel bewacht. Das schaffe ich niemals, ohne zu kämpfen. Oder sollten wir Richtung Westen gehen? Da sind wir ja ursprünglich mal hergekommen. Ich gehe jetzt erstmal hier runter, mach die Geister weg, die waren auch nicht so doll. Hab langsam echt keine Übersicht mehr, muss ich zugeben. Okay. Aber es scheint ja nicht verkehrt zu sein, hierher zu gehen. Sonst würden wir ja nicht so viel erreichen. Guck mal kurz hier. Ach, da geht's noch weiter. Ja gut, dann müssen wir gegen die Liche einfach mal kämpfen. Auch wenn es mir nicht gefällt. Durch manche Dinge muss man einfach durch. Ja, die Schützen sind nochmal dran. Eisblitz auf die. Oder wir machen's so. Das geht auch. Denn die Drachen wären nicht bis nach hinten in die Ecke gekommen. Ist aber auch nicht schlimm. Kundschaft da. Hier gucken wir jetzt auch nochmal rein. Militärstation des Dungeons. Du läufst mal hinterher. Sammelst soweit alles ein. Wie sieht seine Mana aus? 134 von 40. 140 ist in Ordnung. So, ab in die Militärstation. Ja, wir wollen die Wächter angreifen. Wir schaffen es eh. Wir haben da gar keine Probleme. So, ihr geht erstmal auf die Hexen. Ihr macht gar nichts. Ihr haut die Hydrin um. Dann wieder nichts machen. Ihr dürft den Drachen töten. Und ihr macht die fertig. So, was darf man denn hier rekrutieren? Zeig mal an. Schattendrachen. Ja, warum nicht? Wir haben's ja. Wir hatten sogar Schwefel. Erstaunlicherweise. Hier gibt's lauter Speer. Die darf sie einsammeln. Zwei Stück. Was ist das denn? Zwei Stück. Das ist wie ein Tropfen auf einem heißen Stein. So, aber hier hinten geht's definitiv weiter. Seht ihr? Und das habe ich ja vorhin nicht gesehen. Oder neulich. Das heißt, wir hätten hier lang gemusst. Dreck, und ich bin den anderen Weg gegangen, den bösen Weg. Ja, kommt mit. Wir können alles gebrauchen. Jetzt nehme ich aber die Erfahrungspunkte. Gold kriegen wir so noch auf dem Weg mit. Zauber gelernt, Feuerball. Na komm, nimm noch ein bisschen Gold. Erfahrungspunkte kriegen wir auch durch die Kämpfe. Gegen ihn zum Beispiel. Müssen wir gegen ihn kämpfen? Wir müssen. Ist das der richtige Weg diesmal? Wir werden es sehen. Eieiei. Speichern. Und los. Das war ja Blödsinn.
Was habe ich denn gemacht? Die können doch noch laufen. Na, ist egal. So, hoffen wir, dass das diesmal besser läuft. Oh, er hat nicht allzu viele. Das müsste besser laufen. Das heißt, wir gehen als erstes eigentlich auf ihn, aber er kann ja selber nicht angegriffen werden. Erstmal die Sukubi weg. So, die Drachen dürfen warten. Ja, Mana-Klau. 133 Mana, ihr seid nicht ganz dicht, ehrlich nicht. Ich möchte die Dings gerne mit angreifen, die gehörenden Dämonen. Machen wir das so. Gut. Du gehst bitte auf die von hinten. 17 weniger. Die da hinten müssen weg. Okay, zaubern. Eisblitz auf. Ah, auf die. Ja, das Vieh darf ruhig schießen, ist gar kein Problem. Die Hydra kommt wieder nirgendwo hin, das ist top. Klappt wieder super, einwandfrei. Ist alles doof. So, der Drache. Der darf jetzt die da hier erstmal vernichten, sonst klauen die noch mehr Mana. Auch wenn sie es nicht können, wir haben ja keine mehr. Dann gehen wir auf die Hunde. Wir zaubern noch nichts, weil wir nichts mehr haben. Jo, der Drache ist weg. Unsere Reiter auch gleich. Unsere Hexe geht auf die da. Gut, werden immer weniger. Sehr schön. Oh Gott, ihr geht auf die. Du wartest. Der Drache geht auf den da hinten. Du greifst die an. Du nicht. Du wartest. Er haut einmal auf den Drachen. Und damit hat sich's. Na gut, der Kampf war auch nicht so leicht. Wir haben ein paar verloren, insbesondere von den Echsenrittern oder Reitern. Aber dafür geht es dort wieder nach oben. Trotzdem gucke ich hier nochmal in die Militärstation, was wir hier rekrutieren können. Erstmal hinlaufen.